rechne ich jetzt mit wirklich schlimmen Sachen. Werde ich hier angegriffen? Okay, sie lässt mich noch raus. Immerhin. Ich gehe dann mal. Geh dann mal. Fort Observer. Vielen Dank. Jetzt werde ich die Sicherheitsbedrohung eliminieren. Es ist Zeit, Fort Observer an erster Stelle zu setzen. Wie machst du das? Lauf doch weg, Prepper! Okay, ich komme hier nicht raus. Okay, ich sehe schon. Ich komme hier nicht weg. Ich verstehe. Was ist das? Hallo, ich bin von der Regierung und ich bin hier, um zu helfen. Oh! Oh! Die Hilfe schmeckt mir aber nicht. Wenn du Fort Observer kaputt machst, war es das übrigens. Ah! Da kommt Stein runter, oder? Ja. Ich hab irgendwie mit Kampfrobotern gerechnet oder sowas. Geh mal dahin. Das sieht so stickig aus da. Zum Glück habe ich einen Bauhelm auf. Ah! Nein, nicht rein. Au. Oh. Naja, wenigstens geht er. Wenn er kommt. Ah, ja, die scheiß Dinger stehen im Weg. Das war aber ein bisschen unfair gerade. Wenn die. Dann stehen einfach mal die Stühle im Weg. Ja, ich habe mich gekratzt. Jetzt müsste wieder kaputt gehen. So, wo geht's weiter? Hey, hat er. Nee. Scheint ihm nicht zu schmecken, was ich hier mache. Ich glaube, es ist so richtig angepisst. Lies es von meinen Lippen. Keine Eindringlinge. Von mir aus. Ach, da kam von der Seite so ein Scheiß. Hier geht's aber so richtig ab, oder? Und die Musik ist auch so richtig groovy. Die Verletzungen machen nichts. Ich habe Rattenfleisch dabei.
Ehrlich gesagt ist mir der Schaden fast schon egal, den ich abkrieg. Au. Oh. Wenigstens habe ich kein Zeitlimit. Achso, ich habe gar kein Zeitlimit, das ich jetzt erst. Ich rechne die ganze Zeit wieder, das darf nicht zu lange dauern. Okay. Haben wir es jetzt bald? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir sind durch, wie es aussieht. Oder komme ich jetzt hier nicht raus? Doch. Bewegung! Das kostet alles Zeit, Mensch. Okay, die Pistole lasse ich garantiert nicht zurück. Ja, von mir aus. Hol ich das hier zurück und nehme dafür noch was anderes mit. Ah, perfekt. Fahren wir zurück. Bewegung. Was brauche ich eigentlich noch? Fort Observer haben wir erledigt. Zurück zu Joe. Kann ich auch gleich mal erzählen. Oh, hi Prepper. Ich hab nichts Spannendes für dich, nur denselben alten Schrottplatz. Aber bitte besuch mich trotzdem hin und wieder. Und ich wusste, ich kann das an dich verkaufen. Gibt's auch ordentlich pinke Pinke. So. Ich komme morgen wieder. Entziehen von Kontrollen hat ernste Konsequenzen. Oh Mist, jetzt habe ich Verdacht deswegen. Hallo Briefträger, haben Sie es geschafft, den Gegenstand, über den wir geredet haben, an die richtige Stelle zu stellen? Ja, ich habe es geschafft, ihn so hinzustellen, dass man ihn nicht sofort sieht. Und ich glaube, Mr. Fitzpatrick wird ihn nicht vor der Agentur finden. Fitzpatrick. Hervorragend, danke. Ehrlich gesagt, habe ich Ihnen keine so staatsfeindliche Haltung erwartet. Sie müssen aber wissen, dass ich kein Revolutionär oder so bin. Ich hasse einfach nur diesen Agenten abgrundtief. Mir doch egal. Geh doch irgendwo hin. Pack erstmal das Benzin zurück. Gut, ernten wir erstmal. Außerdem brauche ich Geld.
Erstmal gucken. Da oben habe ich doch noch massiv viel Kram drin. Beziehungsweise muss ich auch mal die Kisten loswerden, die ganzen Fässer. So, du willst doch bestimmt nichts, okay. Ach, ist ja schon wieder nächster Tag. Ach, stimmt, ja, wir haben ja den nächsten Tag schon wieder. 20 Elektrobauteile. Oh, ich hab alles. Ich überlege, ob ich hier den Kühlraum hinbaue, eigentlich letzten Endes. Holen wir mal das kurz alles. Ich glaube, ja, das ist ein guter Ort für den Kühlraum später. 20 mal diese Dosensuppe. Aber Dosenfraß macht die Leute unglücklich. Mich nicht. Ich mag Dosenfraß. Es muss aber Fraß sein. Es darf nicht Dosenessen sein, es muss Dosenfraß sein. Das ist ganz wichtig. Ich könnte vielleicht wirklich schon anfangen, das Ding zu bauen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Typ jetzt schon direkt im Bau ist und deshalb nicht mehr kommen kann. Habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt. Also hier kann ich letzten Endes sehr, sehr viel reinlagern. Weißt du. Dich packe ich mal hier hin. Für Abfälle. Wie sowas hier. Das hier brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch eigentlich nicht. Das klumpt nur mein Inventar zu. Das kann alles bleiben. Dynamit nehme ich mal mit. Habe ich den schon gelesen? Nee. Sehr geehrter Mr. Prepper, ich muss dir leider mitteilen, dass unsere kleine Sabotage zwar hervorragend geklappt hat, Agent Fitzperry wird nie wieder Bürger stören. Ich mich jetzt aber in einer schlimmeren Situation befinde. Wir sind den Agenten zwar losgeworden, aber die Agentur hat meine Intention trotzdem bemerkt. Ich musste meinen Job, mein Haus und die meisten meiner Sachen zurücklassen und mich verstecken. Ich bin auf solche Situationen nicht so gut vorbereitet wie du. Also brauche ich deine Hilfe. Könntest du mir etwas zu essen schicken? Am besten etwas Haltbares in Dosen. Ich muss dich auch über etwas informieren, was nicht in der Wahrheit stand. Die internationale Situation ist zurzeit sehr angespannt. Es sieht so aus, als ob die ausländischen Mächte ernsthafte Bedenken hinsichtlich der ehernen Schlange und ihren wahren Zweck haben. Es ist schwer zu sagen, was passieren wird. Bitte pass auf dich auf und vergiss mich nicht, Mr. Prepper. Mit freundlichen Grüßen, der Minuteman. Was muss ich dem schicken? Ach, dem kann ich jetzt solche Sachen verkaufen anscheinend. Vertrauen Level 5 geht aber anscheinend noch höher.
Rübensuppe, Suppe. Okay, ich verstehe schon. Ja, ich gehe dann gleich. Nancy. Hatte ich nicht haufenweise Gold irgendwo? Ja, ich gehe dann gleich schlafen. Bewegung! Ich will nicht schon wieder ohnmächtig werden. Vielleicht mal gucken, ob ich da oben noch irgendwas drin habe. Das hier, Fleischeintopf. Salzgurken. Ach, wo kann ich welche machen? Stromausfall. Hi Prepper, hast du kurz Zeit? Es ist gerade schlecht, da kommt der Agent, könnte gleich kommen. Ja, Guten Tag, Mr. Prepper. Ich hoffe, dein kleiner Ausflug ist gut gelaufen. Oh, Bob, ich habe diesen Besuch nicht erwartet. Mein Ausflug war in der Tat interessant. Aber Bob, warum siehst du so ernst aus? Ist was passiert? Ich bin ernst, weil ich eine ernste Frage im Namen der Schlaflosen für dich habe. Ich weiß, dass du nach deiner Rückkehr von der Militärbasis sehr nah deinem Ziel bist. Wir wissen, dass du an deiner Rakete fast fertig bist. Oh, du beobachtest also meine Fortschritte. Darauf soll ich wohl stolz sein. Keine Sorge, wir wollen nicht einsteigen. Aber wir wollen den Start nutzen, um unsere Operation durchzuführen. Wir haben Operation Erwachen genannt. Natürlich habt ihr das. Wenn du deine Rakete startest, wird sie alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Agenten werden wie verrückt durch die Gegend rennen. Und die normalen Bürger mit dem Murkowl werden wahrscheinlich nur erstaunt zuschauen. Und hier werden wir einschreiten. Wir werden das Chaos nutzen, um Flugblätter zu verteilen, Graffitis einzubringen und einen Teil unserer Anti-Schlafmischungen zu verschenken. Oh, er verschenkt sie inzwischen. Wir haben schon lange vermutet, dass die Bewusstseinskontrolle schwächer ist, wenn man starke Emotionen erlebt oder etwas Ungewöhnliches passiert. Deshalb glauben wir, dass wir einige Leute auch aus der Kontrolle befreien können, wenn wir die Operation Erwachen mit einem Raketenstart synchronisieren. Wir, die Schlaflosen, werden uns dann um sie kümmern. Der Widerstand wird wachsen. Wir brauchen aber deine Hilfe. Okay, wenn ihr wollt. Ich möchte einfach nur so weit weg wie möglich von hier, wenn ihr anfangt, die Leute zu wecken. Wir bevorzugen den Widerstand, um zu entkommen. Aber alles, was wir von dir brauchen, ist ein Zeichen, wenn du eine Rakete starten willst. Wenn du bereit bist, mach dieses rote Licht in deinem Schlafzimmer an. Warte dann auf unsere Ankunft, bevor du mit der Stadt beginnst. Ich werde die Menschen mitbringen, die dir am meisten vertrauen. Rotes Licht verstanden. Ich muss noch ein paar offene Fragen klären, bevor ich gehe. Schön, wir sehen uns dann am Tag der Operation. Ist da noch was drin? Ja, ist mir auch schon aufgefallen.
Warum bin ich eigentlich so schwer beladen? Achso. Lass mal auch mal hier. Wann kommt denn der Heinz? Warum? Warum zur Hölle funktioniert das nicht so richtig? Hier das Gold drin. Ich weiß, ich hatte irgendwo Gold. Ach, egal. Bin ich jetzt schon wieder so voll? Ach, wegen dieser Eimer so scheiße viel. Ich pack's jetzt einfach mal schon kurz da rein. Wie steht eigentlich um mein Wasser? Wasser ist gut. Dieser eine Generator liefert so unglaublich viel Energie. Okay, ich habe noch ein ganz klein bisschen Platz. Ich glaube, ich habe mich doch gehört und wir müssen doch nicht aushalten, einen Atomkrieg aushalten, sondern es geht wirklich nur darum, die Rakete zu starten. Schade. Ganz ehrlich, ich habe mich schon drauf gefreut. Was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Erstmal, die können ja hier rein. Dann machen wir ein bisschen mehr Benzin. Scheint jetzt auch wieder von selbst zu laufen. Ich muss hier irgendwann mal... Ja, jetzt klappt es plötzlich wieder. Ach, ich hatte schon eine Kiste hier. Mit allerlei Kran, den man nicht unbedingt braucht. Die waren scheint hier. Was? Ah ja, hier waren die alten Briefe. Hat eh alles keinen Wert. Warte mal, hier war doch auch irgendwo. Irgendwo muss doch mein Gold sein. Aber wenn das jetzt alles unwichtig ist, was ich hier machen wollte, dann sehe ich tatsächlich irgendwie auch nicht ein, das jetzt zu machen.
Nee, ich habe echt gedacht, ich habe doch einen riesigen Goldvorrat gehabt. Wo ist der hin? Wo bleibt denn der Typ? Okay, ich weiß schon, was ich mache in der Zeit. Bis der dann irgendwann mal eintrudelt, was garantiert noch Jahrzehnte dauert, mache ich einfach ein paar Salzgurken. Ich habe mich eigentlich, das finde ich ein bisschen schade. Ich habe mich echt drauf gefreut, hier einen richtigen Weltkriegslager aufzubauen, quasi. Die kriegt der Minuteman. Auch immer noch die Gurken. Gucken kann ich mir gar nicht nehmen. Wenn er nicht zufällig gerade gleich kommt, dann Bewegung, Prepper. Einen Vornamen haben wir übrigens auch nicht. Prepper haben keine Vornamen. Oh, mehr habe ich nicht. Wo bleibt der? Der wollte heute kommen. Ich gehe extra nicht weg, weil ich nicht weiß, wann er kommt. Oder kommt er jetzt gar nicht mehr? Ah, ich sehe gerade, ich kriege genau eins immer raus. Okay, dann mache ich jetzt problemlos Salzgurken und da baue ich halt einfach an meinem Ding weiter. Ah, Wasser. Doch hier. Nee, der kommt nicht mehr. Okay. Auch gut. Bewegung, Prepper! So, Plastik, Elektro, Stoff. Der Rest ist ja eigentlich vollkommen egal jetzt. Boah, ey, das wäre eine coole Rakete. Oh ja, wie cool die zusammengeschustert ist.
Ich bin aber noch gar nicht müde, Mama. Okay. Ach, beweg dich. Nee, hast du was? Wir füllen erstmal auf. Ich brauche eigentlich wirklich bloß diesen Generator. Passt schon so. Hol dir mal das Geld. Dann wären wir so richtig schön reich. Und ja. Dann würde ich mich tatsächlich verabschieden. Und das war Mr. Prepper für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns das nächste Mal. Ich werde einfach mal die Rakete starten und mal schauen, vielleicht finde ich ja was. Beziehungsweise habe ich jetzt eigentlich eine Waffe ausgerüstet gehabt? Ja. Die Jagdausrüstung habe ich auch noch nicht angeschaut. Ich meine, das hier läuft alles wunderbar. Wie, hier, ich habe einfach nur ihr schicke Minimum haltbares Essen, aber die Frage ist ja... Ach, ich muss wahrscheinlich mein Vertrauen einfach nur hochkriegen bei ihm. Ach, ich habe ja mehr als genug gesammelt. Hier diese Suppe zum Beispiel kann ich ihm haufenweise hochgeben. Dosen-Eintopf, Fleisch-Eintopf, Salz, Metall. Könnte ich eigentlich... 114! Was brauchen wir für diesen Drecks-Fleisch-Eintopf? Wahrscheinlich Karotten und sowas, aber ich habe ja mehr als genug. Und wenn nicht, kann ich ja nochmal in der Wüste ein bisschen rumgurken. Beim nächsten Mal bauen wir die Rakete fertig. Versuchen wir, dass der Minuteman maximales Vertrauen zu uns kriegt. Und ja... Dann würde ich sagen, das war Let's Play Mr. Prepper für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns das nächste Mal. Bereitet euch vor. Macht's gut. Bye, Leute.